Wir sind jetzt 10 Jahre Weltkulturerbe. Wirklich ein besonderer Titel, der uns doch auszeichnet. Nicht nur uns, sondern ganz Kassel, wie ich meine. Was hier auszeichnungswürdig war, sind vor allem die Wasserspiele. Das sind nämlich immer noch die originalen Wasserspiele, wie sie Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet worden sind. Hier wird nicht das Wasser hochgepumpt, sondern tatsächlich sammelt man über das Jahr Wasser und durch Zuflüsse aus Quellen wird es gespeichert und kann dann den Sommer über 2-mal die Woche runtergelassen werden. Das ist schon ein großes Erlebnis. Wir werden dann eine große Ausstellung zeigen, eine Ausstellung, die sich mit den barocken Wasserspielen beschäftigt, wie sie ursprünglich geplant waren. Über den gesamten Bergpark sollten sich Wasserspiele erstrecken, unterbrochen von Schlossbauten, Orangeriebauten, großen Teichanlagen mit weiteren Fontänen. Also wirklich gigantisches Ausmaß. Und das haben wir digital rekonstruiert. Und als Besucher dieser Ausstellung können Sie sozusagen auf digitalen barocken Spuren wandeln. Und dazu sind Sie natürlich ganz herzlich eingeladen.